Guten Abend, ihr Lieben. Ich bin gerade frisch der Badewanne entschlüpft, aber nach langer Abwesenheit vom Filmwesen, was echt super schade ist, wollte ich euch mal wieder willkommen heißen auf meinem Kanal mit einem super wichtigen Thema. Und deswegen bin ich auch von der Badewanne direkt vor die Kamera gehüpft, weil mir das irgendwie gerade voll wichtig ist, noch mal ein paar Worte dazu zu verlieren. Das Thema Selbstregulation. Mit zunehmendem Bekanntheitsgrad von Unerzogen, also der Idee, dass es ein Menschenrecht ist, nicht erzogen zu werden, schleicht sich immer mehr die Vermutung ein. Und ich höre immer aus den Beiträgen und aus den Fragen, die ich so bekomme, aus den Beiträgen, die ich lese, so die Idee heraus, ja, unerzogen würde bedeuten, dass kleine Menschen immer alles bestimmen, was darauf hinausläuft, dass sie immer alleine sind damit. Das Gegenteil ist der Fall und das wollte ich heute nochmal ganz klarstellen. Selbst bestimmen ist tatsächlich meines Erachtens ganz, ganz elementar, wenn wir kleinen Menschen ihre Rechte geben wollen, wiedergeben wollen. Tatsächlich ist Selbstbestimmung zeichnet sich dadurch aus, dass niemand anderes das Ziel vorhersehen kann. Also die Idee ist oft, wenn Eltern jetzt beschließen, sie lassen ihre Kinder selbst bestimmen, dass sie das halt mal ausprobieren und wenn das Kind dann nach 2 Wochen immer noch nicht so ist, wie sie das gerne wollen, dann hat das halt nicht geklappt mit dem Selbstbestimmen lassen. Worauf ich aber heute nochmal ganz deutlich hinaus will, ist, selbst ist nicht alleine. Das ist mir wichtig, ja. Selbst jemanden etwas selber bestimmen zu lassen und auszuhalten, dass der eigene Entscheidungen trifft, was wirklich der Kern von moralischem Umgang mit anderen Menschen ist, ja. Sich zu streiten und in den Widerspruch zu gehen und klar zu sein, ich finde das nicht gut, wie du das machst, aus folgenden Gründen. Und dann auszuhalten, dass der andere anders entscheidet. Explizit nehme ich übrigens lebensgefährliche Situationen aus. Das versteht sich von selber. Das bedeutet nicht, dass wir den Menschen alleine lassen. Ich meine, man kann es sich natürlich einfach machen und sagen, ja, weißt du, komm, ich gebe dir hier die Zuckerdose und hier schalte dir den Fernseher an und mach all die Dinge, vor denen ich vorher Angst hatte. Tu so, als hätte ich keine Angst und lass dich damit alleine. Das ist Schwachsinn. Das funktioniert auch nicht. Also es funktioniert noch nicht mal in einem reinen erzieherisch-funktionalen Sinn und es funktioniert erst recht nicht in Bezug auf Gefühle. Ja. Und das Nicht-Alleinlassen, das bezieht sich sowohl auf euch selbst. Lasst euch selbst nicht allein damit. Das ist schwierig. Es ist schwierig, Vertrauen zu entwickeln. Als auch auf das Kind. Lasst das Kind nicht alleine. Geht hin, geht in den Widerspruch. Sagt, wie es euch geht. Ja. Meine Kinder zum Beispiel entscheiden alleine, wann sie schlafen gehen. Und eben doch nicht alleine. Ja. Weil wir sind einige Menschen. Und wenn ein Kind noch bis nachts um 2 wach sein will und laut ist, dann ist es total doof für die anderen, die schlafen wollen. Und wenn ein Kind es braucht, dass es ganz still ist, am Abend eines meiner Kinder braucht es ganz ruhig, dunkel und still, dann ist das ganz schwierig. Da müssen wir irgendeinen Weg finden, dass dieses Kind auch schlafen kann. Und wenn ich, so wie neulich, irgendwie abends total müde und genervt bin und total blöd bin zu meinen Kindern, dann gehe ich auch hin und sage, ey Leute, vergesst es, lasst uns bitte alle schlafen gehen, das macht so überhaupt keinen Sinn. Na, ich kann euch jetzt nicht noch länger begleiten, ich bin total doof zu euch. Ja. Was übrigens nicht heißt, dass sie machen, was ich sage und was auch nicht heißt, dass ich den Anspruch hätte, dass sie mir jetzt gehorchen. Das ist was völlig anderes. Ja. Das bedeutet, wir sind im Kontakt. Wir sind nicht allein. Ja. Wir gehen miteinander um und das bedeutet auch Konflikt. Und das war mir nochmal ein ganz wichtiges Anliegen zum Thema Selbstregulation, zu dem man ganze Bücher füllen könnte. Und zu dem eben auch gehört, dass wir uns selbst ganz dringend daran wahrnehmen sollten. Ja, also es ist einfacher, Menschen allein zu lassen. Und wirklich, wirklich im Kontakt zu bleiben, auch mit den eigenen Gefühlen und Ängsten und Sorgen, das ist die Kunst. Und das ist mir sehr wichtig, dass das auch in der Wahrnehmung differenzierter wird. Unerzogen bedeutet nicht, Menschen machen zu lassen, was sie wollen, was übrigens gar nicht, technisch gar nicht möglich ist.
sondern es bedeutet, ihnen das Recht zu geben, was wir jedem Menschen geben, nämlich zu bestimmen über den Körper, zu bestimmen über das, was sie tun oder nicht tun und in den Kontakt und in den Konflikt zu gehen. So, und jetzt gehe ich schlafen. Gute Nacht.